Herzlich willkommen zu unserem Wochenmagazin Frastanz aktuell. Sie dürfen sich nun wieder auf interessante und unterhaltsame Beiträge aus unserer Marktgemeinde freuen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Auch heuer wurde wieder zu den beliebten Philatelietagen in die Vorarlberger Museumswelt eingeladen. Mit vielen seltenen Briefmarken und der Präsentation neuer Sondermarken wurden dabei zahlreiche echte Highlights für Briefmarkensammler geboten. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Der Bikesee. Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Wir sind heute zu Gast in der Vorarlberger Museumswelt, wo von heute Freitag bis Sonntag die Philatelietage stattfinden. Wir nehmen euch mit und sagen euch, um was es da geht. Ja, jetzt sind wir zu Gast bei den Philatelietagen der Museumswelt. Bei mir ist der Peter Schmid. Peter, vielleicht gleich zu Beginn, der Begriff Philatelie. Was muss man sich denn darunter vorstellen oder beschreib uns einmal das Wort? Ja, es gibt im weitläufigen Sinn sagt man Briefmarkensammler, oder? Also das ist Briefmarkensammler, ist etwas, wo man Poster Briefmarke holt, in ein Album hinsteckt und nachher vergisst, deutsch gesetzt. Also, oder man sammelt nur Österreich von 19, von dort bis dort. Und Philatelie ist für mich, also für andere, viel mehr. Dort steckt etwas dahinter. Dort muss ich mich befassen mit einem Thema. Ich sammle zum Beispiel nur Feuerwehrbriefmarken, oder? Also hauptsächlich, und muss mich mit dem Thema befassen. Mit allem, was drum und dran ist. Also nicht nur Briefmarken, sondern kommt auch noch dazu Sonderstempel und verschiedenste Ausgaben. Und durch das bin ich jetzt zum Beispiel auch zur Feuerwehrgeschichte gekommen. Also eigentlich schon das Museum schon bald ein Grundstock gewesen von der. Ja, es ist eine spannende Sache und das ist ja nämlich das Schöne, dass ich mich mit einem Thema befassen muss. Und ich lerne sehr viel dadurch. Und ich muss mich immer wieder einlesen und wieder einlesen. Und das ist das Schöne daran. Es ist einfach toll. Briefmarkensammler in der heutigen Zeit. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen frech, aber hat das noch eine Berechtigung eigentlich oder macht das noch einen Sinn? Es wird sicher auch schwieriger, gerade die jungen Leute, aber wir haben junge Leute da. Es gibt Jugendgruppen, gibt es wenig, aber es gibt es. Sie hat in der Schule aber eine Jugendgruppe gegeben, die haben sich mit Briefmarkensammlern befasst. Da geht es aber auch wieder ums Thema. Auf die Briefmarke hat ein Bild drauf. Und dann muss ich wissen, wer ist das, was ist da drauf und dann befasst du dich mit dem Thema. Im Prinzip ist das ein brutales Allgemeinwissen, wenn du das sammelst, kriegst du mit der Zeit. Also der weitläufig. Also das ist sicher schwierig momentan, weil es kommt fast zu viel raus, muss ich sagen, für mich. Und die Preise sind natürlich auch nicht günstig, gerade für einen Jungen. Wobei, ich glaube, Sammler tut man richtig Sammler erst so ca. 30, 40 plus, oder? Wo man dann hinkommt, wo es einem wieder Spaß macht, wo man sieht, okay, es passt. Oder? Also du siehst, es kann noch Marken raus. Und das wird auch heute bei der Eröffnung von der Philatelietage da in der Museumswelt auch ein Thema sein, oder? Ja, das ist ein ganz gutes Thema. Passt auch gut zu uns, weil es kommt jetzt heute eine Marke für Foto. Passt zum Foto- und Filmmuseum. Das ist die Beuger, die Liesl Beuger. Da. Das ist eine bekannte Künstlerin, da gibt es eine Briefmarke. Und der Hydrant. Und der Hydrant, wir haben da noch eine Marke, das steht der Hydrant da drinnen, den haben wir selber gemacht, also den habe ich nicht gemacht. Und das gibt jetzt zwei Marken und das ist wieder ein Thema. Und es geht immer wieder aufs Gleiche aus. Eigentlich das Thema ist wichtig, oder? Und heute gibt es einen Sonderstempel dazu und verschiedene Produkte dazu und erster Brief und so Sachen. Das kann man heute da bis zum Sonntag erwerben. Und zur Veranstaltung selber, also 3 Tage da in der Museumswelt, das ist ja nicht das erste Mal, die Philatelietage haben schon mehrmals stattgefunden. Was erwartet denn die Besucherinnen und Besucher an diesen 3 Tagen? Also
erstens, wir machen es jetzt fast alle Jahre mal irgendwo. Es muss ja nicht immer da sein. Wir haben da schon 90 Dinner gemacht. Und erwartet dort das, ist richtig schwer für mich, wenn die Leute kommen und sich beraten lassen. Was tun wir überhaupt? Es gibt viele, die noch Albümli daheim haben. Ich sage jetzt so irgendein Steckbüchle mit Briefmarken drin. Dann können sie und wissen nicht, was tun damit, oder? Sie haben aber Enkel, sie haben ein Kind und dann sagen wir, beraten wir sie, was könnte man tun mit diesen Marken, oder? Hauen wir sie in den Müll oder nicht? Man haut nichts fort, oder? Das ist klar, oder? Das tut man nicht. Auch wenn es vom Wert her, weil viele meinen, wie der 60er Jahre, das ist die Aktie des kleinen Mannes, oder? Das ist natürlich vorbei, das muss man schon sagen. Wenn man gezielt sammelt, kann man aber heute noch Vermögen, was kein aufbauen, aber eine Freude hast. Ich sage immer, wenn ich heute Ski fahre, brauche ich 100 Euro am Tag. Mit der Tageskarte, mit dem Einkehren, mit allem brauche ich 100 Euro am Tag. Wenn ich das da investiere, dann habe ich in 20 Jahren auch noch das Objekt da. Oder? Mhm. Stimmt, ja. In dem Fall können wir sich auf eine gelungene Veranstaltung freuen. Und die Besucherinnen und Besucher kriegen einiges geboten. Wir wünschen euch viel Erfolg mit dieser Veranstaltung. Danke und ich hoffe, es kommt viel. Dankeschön. Die Österreichische Post ist ja der Herausgeber der Sondermarken, die heute präsentiert werden. Meine erste Frage, wie viele Sondermarken bringt denn die Post, sagen wir jetzt einmal in einem Jahr, raus? Also die Österreichische Post AG bringt so circa um die 50 Sondermarken im Jahr heraus. Und diese beiden Sondermarken, die wir heute präsentieren, sind aus zwei Serien, die auch hier sehr gut zum Museum passen. Die eine Sondermarke ist eben die Fotokunst in Österreich und die andere ist Design Austria mit dem Hydranten drauf. Das passt auch sehr gut natürlich zur Feuerwehr. Ja, ist natürlich naheliegend und passt in die Museumswelt, ja. Wie entsteht denn überhaupt so eine Sondermarke? Also im Prinzip hat jeder die Möglichkeit, bei der Österreichischen Post einen Antrag zu stellen für eine Sondermarke. Dieser Antrag wird dann behandelt in einem Philatelie-Komitee. Da sind dabei unser Generaldirektor, dann sind aus den Briefmarkenvereinen Obmänner dabei, es sind bestimmte Persönlichkeiten aus der Kultur dabei, es sind Künstler dabei und in diesem Gremium wird dann entschieden, welche Sondermarke bei der Österreichischen Post ausgegeben wird. Und wenn jetzt diese Sondermarken heute anlässlich der Philatelietage in Frastenz präsentiert werden, können sie nachher durch die Sammler erworben werden, oder? Ja, genau. Also heute ist der Ersttag der Sondermarke, das heißt, es ist der Ausgabetag, der erste Gültigkeitstag der Briefmarke. Und diese Briefmarken können dann bei meinen beiden Kolleginnen hier am Sonderpostamt erworben werden. Die sind noch bis Sonntag da. Oder Sie können natürlich auch auf den Filialen, dann in den Postfilialen sind Sie auch erhältlich. Dann wünschen wir euch viel Erfolg mit der Präsentation und im Anschluss mit dem Verkauf. Dankeschön. Ich werde mich sehr, sehr kurz halten, aufgrund der Temperaturen. Und ich glaube, wir sind alle schon froh, wenn es im Anschluss was zum Trinken gibt, sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Herr Hohmann. Sehr geehrte Frau Prinz, nach 2019, zwei Jahre Verspätung bzw. ein Jahr ausgelassen, finden die Philatelietage jetzt wieder hier in der Museumswelt in Frastenz statt, was mich natürlich sehr freut als Standortbürgermeister, dass wieder diese Veranstaltung von Peter Schmidt oder wo ist er? Ganz weit zurückgezogen, dass er die wieder organisiert hat und dass wir die da in der Museumswelt in Frastenz wieder durchführen können. Ja, jetzt haben wir den Präsidenten des Verbandes der österreichischen Briefmarkensammler bei uns. Herzlich willkommen in Frastenz. Der Präsident vom Verband, von wie vielen Briefmarken und Sammlervereinen in ganz Österreich? Wir haben derzeit ca. 240 Vereine und Sektionen in ganz Österreich mit rund 8000 Mitgliedern.
Ist doch ganz eine beachtliche Zahl, ja? Ja, es ist, es geht zwar mäßig, aber doch zurück aufgrund der Altersschicht. Viele Alte sterben, Junge kommen leider wenige nach, aber wir halten uns tapfer. Ich habe jetzt schon einige Informationen gekriegt mit diesen Philatelietagen da in der Museumswelt. Briefmarkensammler ist ja absolut etwas, wo geschichtliche Hintergründe hat, oder? Ja, sicher. Jede einzelne Marke erzählt ihre Geschichte. Tradition, Geschichte, Geografie, Heimatkunde, all das kann man aus Marken rauslesen bzw. bei Marken sozusagen hinterfragen. Und das ist eigentlich das Schöne an unserem Hobby. Also da gehört doch ganz viel Wissen und Bildung dazu. Wenn man es genau wissen will, dann muss man sich schon dahinter klemmen auch. Ja. Aber es ist wunderschön, wenn man dann sozusagen die Hintergründe weiß, warum es diese Marke gibt, Jubiläum oder um irgendetwas Schönes darzustellen. Wir haben ja seit Jahren jetzt die Dispenser-Marken, die ja wunderschöne Bilder unserer österreichischen Heimat zeigen. Und das, da geht einem eigentlich das Herz auf, wenn man das genau betrachtet. Was sagen Sie als Präsident zu solchen Veranstaltungen, wie wir es jetzt da in Frastand sind? Wie wichtig sind solche Veranstaltungen? Für uns Sammler ist es ganz wichtig, dass diese Veranstaltungen stattfinden. Und als Präsident bin ich eigentlich stolz darauf, dass in den letzten 1,5 Jahren in Mitteleuropa fast alles abgesagt wurde und wir so eine Art ein kleines Asterix-Dorf in Österreich waren, wo doch immer wieder etwas stattgefunden hat, unter anderem auch in Vorarlberg. Dann wünschen wir den Briefmarkensammlern in ganz Österreich und ganz Vorarlberg, dass noch viele Sondermarken rauskommen und das Hobby weiterhin attraktiv bleibt. Ja, ich freue mich auch und ich hoffe, dass auch in Vorarlberg die Tradition aufrechterhalten wird, damit ich wieder Grund habe zu kommen, nachdem ich ja auch Verwandtschaft in Meda habe und damit auch gewisse Beziehungen zu Vorarlberg entwickelt habe. Jetzt sind wir am Stand der Post Liechtenstein und zwar sind wir da beim Anton. Anton, was gibt es denn da bei dir am Stand? Ja, zuerst möchte ich mal sagen, als Vertreter von der Post Liechtenstein, dass wir da das nahe Verhältnis, wir sind ja ganz nah, Frastatt, dadurch ist ja so ganz wichtig, dass wir da präsent sind und unsere Vielfalt an Marken ausstellend. Ich würde sagen, ganz wichtig, die neueste Ausgabe, die wir hatten, da Anfang Juni, ist erhältlich da ganz besonders, haben wir da einen Blog, ist wieder eine Neuheit von 200 Jahren PIN und da sind Sätze drauf und die sind schwarz überbalkt und wenn man die kann man wegruppeln und dann kommt ein ganz anderer Sinn von dem Satz raus. Das ist was ganz Besonderes von der letzten Neuheit. Also eine Sondermarke bzw. eine besondere Marke. Genau, das passt gut. Dann wünschen wir euch viel Erfolg und schöne Philatelietage in Frastanz. Danke. Bei uns ist jetzt der Geschäftsführer von Design Austria. An Sie hätte die Frage, wie kommt ein Hydrant, ausgerechnet ein Hydrant, auf so eine Sondermarke? Ja, das ist eine gute Frage, weil aber der Hydrant ist nicht einfach Hydrant, sondern eine Design-Ikone in der österreichischen Designgeschichte. Seit 1993 praktisch unverändert in Produktion, also fast 30 Jahren. Bin sehr stolz darauf, dass der Gestalter heute bei uns ist, Gerald Kieska aus Salzburg, auch Inhaber eines der größten Designbüros, nicht nur österreichweit, sondern europaweit, der damit den österreichischen Staatspreis für Design gewonnen hat. Bei mir ist jetzt der Designer des Motivs auf der Sondermarke, und zwar vom Hydranten. Warum kriegt ein Hydrant einen Staatspreis im Design? Naja, weil es nicht nur ein Beitrag zur Ästhetisierung der Städte war oder heute noch ist, weil er wird seit 1993 unverändert gebaut, sondern aufgrund seiner Materialität auch extrem langlebig ist. Also schon in den 90er Jahren ein Beispiel für Nachhaltigkeit und er ist modular aufgebaut, das heißt er ist reagibel auf jede Situation, die sich eben in Städten immer sehr unterschiedlich darstellt und von daher schon ein bisschen ein Meilenstein in der österreichischen Industriegeschichte, würde ich sagen.
Und wenn man jetzt so wirklich die Entstehung von dem Motiv anschaut, von der ersten Entwurf bis sowas fertig ist, wie lange geht denn sowas? Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, es ist doch schon einige Zeit her, aber ich würde mal sagen, so ein gutes Jahr wird sowas brauchen. Bis alle dir was zum Sägen haben, damit zufrieden sind. Ja, in dem Fall ist es sehr einfach gegangen, weil die Vorteile sehr offensichtlich waren, aber es dauert dann trotzdem immer seine Zeit, Werkzeugbau und Vorrichtungsbau und bis die Materialien alle vorhanden sind, das dauert dann doch immer ein bisschen. Frastanz setzt sich für attraktive Fuß- und Radwegverbindungen ein. Neuestes Projekt ist eine neue Brücke über die Samina, die zwischen der Schmittengasse und der Oberen Lände entstehen soll. Die neue Brücke führt vom früheren Musikheim über eine Privatstraße der E-Werke Frastanz zur Energiefabrik an der Samina. Pläne für die neue Holzbrücke wurden von Schülern der HTL Rankweil erstellt. Mit dem Bau wird im Frühjahr 2022 begonnen. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Bald ist es soweit. Ab Mitte Juli verwandelt sich der Gemeindepark wieder in einen Lesepark. Das Domino und die Bibliothek Frastanz laden im Zuge des Sommerferienprogramms Kinder ab etwa 6 Jahren zum Lesen im Park ein. Vom 13. Juli bis zum 7. September können die Kinder dabei jeweils dienstags vormittags mit Anna Ecker und Johanna Kieber für nur 1 Euro auf eine spannende Abenteuerreise gehen. Ein besonderes Open-Air-Event findet Ende August in Gurtis statt. Am Samstag, dem 28. August, tritt dort die Band Trickster Flint ab 19 Uhr beim Gurtiser Lädele auf. Bei Schlechtwetter wird das Open Air verschoben. Jetzt wünschen wir Ihnen aber gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz aktuell. Ein aus Frastanz eher selten gegangener Weg auf das Vorderelpele führt von Thiesis am Rande von Fellengatter dorthin. Henning und Matthias sind diesen Weg für Sie gegangen. Gute Unterhaltung mit einer neuen Ausgabe von Wandern in und um Frastanz. Herzlich willkommen beim Dreischwester-TV. Der Matthias und ich wollen euch heute einmal wieder auf eine wunderschöne Wanderung mitnehmen. Wir sind mit der Linie 73 und dann mit der Linie 7, dem Stadtbus Feldkirch, hier zur Haltestelle Schanzweg gefahren. Wir haben unterwegs noch eine schöne Rundfahrt durch Fellengatter genossen. Und wenn ihr da herkommen wollt, ist ganz einfach. Ihr nehmt also den Stadtbus Linie 7 auf die letzte hoch und die Haltestelle Schanzweg ist dann die erste Haltestelle nach der letzten Straße. Und hier sind wir jetzt ausgestiegen und gehen gleich mal los. Wir sind dahergefahren, weil hier der Ausgangspunkt zum Thiesner Weg auf die Feldkircher Hütte ist. Den wollen wir euch heute mal zeigen und da hochgehen. Dazu ist zum Sägen, dass der Weg recht steil ist, also es empfiehlt sich auf jeden Fall gutes Schuhwerk und Stock mitzunehmen. Wir gehen hier von der Haltestelle Schanzweg los, nur ungefähr 10 Meter und biegen dann gleich mal links ab, wo es losgeht.
Nach einem kurzen Stück kommen wir zu der Weggabelung. Und da geht es links hoch, ein kleines Stückchen nur, bevor wir dann wieder links den eigentlichen Diesner Weg, also den Steig, hochgehen. Und dort geht es etwa 600 Meter, gehen wir hoch, am Vorderelbele vorbei, dann bis zur Feldkircher Hütte. Ich hätte aber noch eine Empfehlung. Wir gehen hier erst einmal kurz etwa noch 5 Meter geradeaus. Da hat es nämlich ein schönes Brünnele. Da können wir uns vorher noch erfrischen. Ja, wir sind jetzt eine halbe Stunde gelaufen, kommen da auf den kleinen Güterweg da. Den müssten wir queren und dann weiter den Pfad nach oben gehen. Wenn ihr da ahe gehen würdet, kommt ihr wieder in Fehlengatter am Kübler raus. Aber wir gehen weiter berghoch, weiter zur Feldkircher Hütte. We'll be right back.
vom Vogelzwitschern begleitet, sind wir da durch den wunderbar schattigen Weg. Jetzt noch mal eine Dreiviertelstunde steil rauf. Da kommen wir jetzt hier dann auf den breiten Weg. Den werden viele kennen, weil das ist das Güterweg aufs Elbele hoch zum Vorderelbele und weiter dann hinter Elbele auch oder wo man hin will. Wir queren jetzt den Weg, weil da jetzt nochmal hier so eine Abkürzung quasi ist, auf dem wir diesen Weg weitergehen können nach oben. Wer es nicht so steil mag, kann hier auch der Güterweg hochgehen und einfach am Güterweg weiter kommt er auch leicht dann bis, wo wir hin wollen, zur Feldkircher Hütte. Ja, jetzt machen wir kurz Päusle und dann gehen wir hier weiter. Thank you.
jetzt sind wir noch einmal eine halbe Stunde die steile Stutz da hoch. Sind aber jetzt auch froh, dass wir von dem steilen Weg erlöst sind. Können jetzt ganz gemütlich auf dem Güterweg weitergehen, Richtung Vorderelbele und weiter zur Feldkircher Hütte. Ja, jetzt sind wir da dem Güterweg gefolgt und sind am Vorderelbele vorbei, wo die Kühe jetzt schon da die Sommerfrische genießen und sind kurz nach dem Vorderelbele weiter, haben die Aussicht genossen, das wunderschöne Panorama, wo man rausblicken kann bis hinter zur Roten Wand, großes Walsertal aufs Dünserelbele zum Hohen Frescher und vorführen bis zum Bodensee. Und sind jetzt angekommen an der Feldkircher Hütte. Jetzt werden wir erstmal genießen und danach der Rest wieder noch weitergegangen. Der Adler schmeckt der Matthias. Ja, desinfiziert hat man da haben wir der Feldkircher Hütte immer schon. Ein Schnäpsel kann man schon vertragen. Wir haben auch noch etwas Gutes zum Essen nachher. Also, zum Wohl. Ja, wir sind jetzt wunderbar eingekehrt da auf der Feldkircher Hütte. Und wer das gleich machen will, die Feldkircher Hütte hat jetzt vom Dienstag bis zum Sonntag geöffnet. Also ihr könnt fast die ganze Woche hier oben einkehren. Jedenfalls jetzt im Sommer, mindestens noch im August. Ja, wir gehen jetzt runter. Und zwar gehen wir den Geißweg. Weil wir möchten wieder Gefällegatter ankommen. Damit sich da wieder der Kreis schließt. Und zwar gehen wir jetzt also den Geißweg runter. Wir haben euch den schon mal gezeigt in einem von der früheren Filme. Von daher zeigen wir uns euch jetzt nicht den ganzen Weg, aber wir werden euch nachher nochmal erklären, wie ihr von Almerlüger weg der weitergeführte
Geißweg quasi ganz runter auf Fellegatter noch gehen könnt. Und da schließen wir dann ab. Ja, komm mit. Wir sind jetzt der Geißweg angegangen, bis hier wieder am Güterweg, etwa ein paar hundert Meter oberhalb vom Parkplatz Stürner Bühl. An der Stelle habe ich euch letztes Mal gezeigt, wie man der Geißweg da hochgeht. Jetzt hätte ich euch gern zeigen, wie man das restliche Stück vom Geißweg auf Fellegatter ankommt. Und zwar gehen wir da jetzt ein Stückchen hoch und dann rechts. Ja, ich habe euch jetzt gezeigt, dass der Geißweg nicht am Stürner Bühl aufhört, sondern da noch weitergeht Richtung Fellegatter, wie wir jetzt gegangen sind. Das ist ein wunderschöner Weg auch, nicht viel begangen. Und auf den Weg habe ich euch aufführen wollen, weil ich euch das wunderschöne Plätzle da zeigen wolle, wo man wunderschön Rast machen kann und einfach in die Landschaft gucken kann und genießen. Ganz viele Gatter haben wir vor uns und können rausblicken bis durch die Ilschlucht hinterher. Wir gehen jetzt da weiter, ein Stück weiter an, kommen wir schon in viele Gatter am Ponundweg raus. Wenn man da immer angeht, kann man eigentlich gar nicht verkehrt gehen. Am besten die Fellegatter-Gärtnerstraße auch. Und dann kommen wir da wieder raus an der Felsenau, wo wir in Stadtbuslinie 7 hier gestiegen sind. Das bietet sich natürlich wunderbar an, es da zum Abschließen und einen Schwung noch an der Felsenau zu machen, bevor wir dann mit der Linie 73 wieder Richtung Freistandszentrum fahren. Es hat mich gefreut, dass ihr die Tour mit uns angeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch mal ganget. Ganget es so wie wir. Ihr werdet sicher erfreut haben. Vermissen Sie auch schon das traditionelle Vollmondschwimmen im Schwimmbad Felsenau? Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen muss dieses leider auch heuer wieder entfallen. Wir zeigen daher noch einmal das Vollmondschwimmen aus den guten alten Zeiten und hoffen, dass diese beliebte Veranstaltung nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Grüß Gott, das ist Gerold Danner. Ich bin der Geschäftsführer von der Freizeitbetriebe Feldkirch GmbH. Es freut mich, Sie zu begrüßen. Das Vollmondschwimmen, das haben wir seit vielen Jahren. Und wir haben jetzt mal das Glück, dass die Leute uns gerne besuchen und auch wir ein volles Haus haben.
Es haben schon viele Schwimmbäder versucht, diese Veranstaltung zu kopieren, aber es keinem ist gelungen, aufgrund dessen, dass wir ein so schönes Ambiente haben in diesem Bad. Und wir werden auch in der Sommersaison noch einmal 3 weitere Vollmondschwimmer machen. Und es wäre eine Riesenfreude für uns, wenn wir sie mal begrüßen dürfen, diesen Schwimmbad Felsenau. Grüß Gott im Schwimmbad Felsenau. Ich bin jetzt seit hier das erste Mal im Schwimmbad als Bademeister tätig. Bin für die Sicherheit zuständig für die ganzen Leute, dass sie sich eigentlich wohlfühlen und in Ruhe schwimmen können. Also mein Name ist Patrick Hammerle. Bin jetzt endlich meine 2. Saison da und habe den Erwin hier abgelöst. Er ist jetzt in die Pension gegangen. Was das Bad besonders hat oder heraushebt gegenüber anderen Bädern, ist das Grande Wasser, was wir hier haben. Unser Bad ist eher so ein Erholungsbad, nicht gerade für Leute, die Action suchen, sondern eher die Erholung. Zur perfekten Erholung gehört auch das leibliche Wohl. Sabrina und Günther von Netzers Restaurant und Catering sorgen bereits die 2. Badesaison dafür, dass sich die Gäste im Schwimmbad Felsenau auch kulinarisch wohlfühlen können. Die engagierten Kioskbetreiber bieten ein großes Sortiment an feinen Speisen und Getränken. Hummer und Hummer sorgen beim traditionellen Vollmondschwimmen für die musikalische Unterhaltung und die ausgelassene Stimmung bei den Gästen. Um ca. 21.30 Uhr war es dann soweit. Der Mond tauchte auf und warf seinen Schein ins kühle Nass des Schwimmbades Felsenau. Zahlreiche Besucher verfolgten dieses besondere Spektakel vom Wasser aus, während andere die perfekte Aussicht von der Terrasse des Kiosks aus bewunderten. So wurde das erste Vollmondschwimmen der heurigen Badesaison noch ausgiebig gefeiert. Die Mitarbeiter des Schwimmbades Felsenau würden sich freuen, Sie zum nächsten Vollmondschwimmen oder einfach als Badegast einmal begrüßen zu dürfen. Ob als Tagesgast oder Besitzer einer Punktekarte, einer Saisonkarte oder des neuen WFI-Passes, alle sind herzlich willkommen. Für heute sind wir am Ende von Frastans Aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gern per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis bald.